Pax vobiscum, ad gaudium visuale cum morgi. Und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi, mit einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance, der Beta. Ja, Leute, ich habe jetzt die Nacht abgewartet und wir wollen aufstehen. Schöne Animation. Man sieht schon, dass das Licht scheint hier rein. Die Vögel zwitschern. Oh, erstmal die Arme strecken. Ein wunderschöner Morgen. Das Vögelgezwitscher. Vogelgezwitscher. Entschuldigung. Oh. Die Garten ist einfach nur genial. Da hinten sieht man schon die Sonne aufgehen. Da scheint sie schon auf die Uhr. Beim Pferd haben sie nicht geklaut, glücklicherweise. Der garstige Bauer hat uns nichts gesagt, aber es soll uns egal sein. Denn wir wollen nach Merhoyet, dort unser Kampftraining zu absolvieren, was uns Lord Divish ans Herz gelegt hat, wenn wir uns schon mit lauter Verbrechern anlegen. Schaut mal hier, wie das Dorf erwacht. Wunderbare Stimmung. Ich nehme jetzt mal den Helm ab, sonst sehe ich wieder nichts. Ah. Und die Brille. Eine Befreiung, das Ganze. So. Ja, dann schauen wir kurz auf die Quest. Questlog. Auf das Questlog. Oder den Questlog. Das Questlog. Den oder das. Militärlager nach Merhoyet. Dann gehen wir auf die Karte. Wie ich finde, unglaublich gut gemacht. Das Eis kann man hier auch schon sehen. Geschäft, Wirtshaus und so weiter. Gehen wir auf die große Karte. Und man sieht hier hinten, sollte Merhoyet sein. Jetzt schauen wir mal genau. Da müssen wir diesen Weg hier raus aus dem Dorf und dann den mittleren müssen wir nehmen. Halt, wo sind wir genau? Ja, dann gehen wir hier über die Brücke. Ihren Beinen. Also die Soundkulisse ist schon mal genial. Der Gerber ist schon wach. Auf Wiedersehen, schöne Burg. Und so reiten wir gern gegen Merhoyet. Also ich werde jetzt hier zwischendrin auch mal nochmal die Grafik aufreißen. Damit man das mal ein bisschen sieht. Die Frames werden dann unglaublich sinken. Unter 20. Ich bitte dies zu entschuldigen. Aber ich will es dann einfach mal zeigen. Im Stillstand. Boah, ich muss mich echt noch dran gewöhnen, hier zu reiten. Geben wir mal ein bisschen Gas. Ich gebe Gas. Okay, ich will euch nicht die Stimmung kaputt machen. Aha. Da ist eine Windmühle. Das scheint Merhoyet zu sein, oder? Ja. Dann ziehe ich jetzt einfach mal die Grafik hoch. Ich hoffe, er stürzt nicht ab. Ich habe bei Tests ein paar Mal Absturz gehabt. Erstmal an. Die Details auf sehr hoch. Dann können wir einen Schluck trinken. Hm.
muss ich erstmal laden hier. Na, natürlich. Das ist natürlich eine andere Liga. Wunderschön. Die Wiesen. Dann auch hier hinten. Die Weitsicht. Also man kommt sich tatsächlich vor, als ob man hier mitten in Böhmen im Mittelalter wäre. Und ihr seht hier, die Frames gehen auf 10 FPS runter. Ja, ich werde mir einen neuen Rechner kaufen, wenn das rauskommt. Das ist eins, was sicher ist. Komischerweise bei The Witcher 3 kann ich relativ hohe Grafikeinstellungen haben. Und flüssig spielen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die Treiber noch nicht optimiert sind. Und es noch nicht polished ist. Ah, du hast Merho jetzt entdeckt. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Es ist unglaublich. Also es ist halt wirklich authentisch. Ich könnte den ganzen Tag nur rumreiten hier. Hallo Huhn. Die Grafik wieder runterdrehen. Weil kämpfen werde ich so nicht können. Da hinten seht ihr, zeichnet sich am Horizont schon das Feldlager der Soldaten ab. Es erinnert mich auch so ein bisschen an Schwarzwald hier, meine Heimat. Und dann gib mal Gas hier. Hier ist ein Meilenstein. Da unten ist eine weitere Stadt. Boah, ich kann es kaum erwarten. Es wird so astrein, das Spiel. Wenn sie weiter so machen und es weiter verfolgen, was sie jetzt unternommen haben. Hier gehen die Frames sogar auf 7 runter. Das können wir so nicht lassen. Stellen wir nochmal kurz um. Heiliger Bimbam. Machen wir auf niedrig. Übernehmen. Ich werde vielleicht mal off-camera noch einen Test machen, wie es mit benutzerdefinierten Grafikeinstellungen ist. Weil so viel hässlicher zwischen höchsten und niedrigster Grafikeinstellung ist es gar nicht. Es sind wahrscheinlich ganz viele Schatten- und Lichteffekte. Ich mache jetzt auch mal noch ein bisschen die Musik leiser. Das war zu viel. Damit man noch mehr den Umgebungssound hört, weil der ist echt toll gemacht. Unser treues Pferd lassen wir mal hier stehen. Hat er das jetzt nicht übernommen? Entschuldigung, sehr professionell von mir. Details niedrig. Wahr sein. Ja gut, das kann natürlich schon wahr sein, weil das das ist unser Lehnsherr Lord Tivish. Are you serious? Divish. Naja, mit 9 FPS brauche ich eigentlich nicht kämpfen. Das sieht ja fürchterlich aus. Egal. Schauen wir mal, wo wir das lernen können.
Er hat gerade komische Bewegungen gemacht. Ich möchte mit jemandem kämpfen. Ich will den Schwertkampf erlernen. Tutorial. I'd like some training in handling a sword. That's commendable, but my services aren't for free. For 5 Groschen, I'll teach you the basics. What do you say? Ich muss gerade lachen. For 5 Groschen? Ja klar, hier. Sounds good. When do we start? Right away, if you like. Take this wooden sword and come to the arena with me. Ja. Also ihr seht, jetzt habe ich gar keine Grafik mehr. Ja, es ist eine Beta. Ich würde sagen, ich beende dann einfach hier die Folge und guck, dass ich mit viel FPS hier an diesem Ort zum Laufen bekomme. Und das sehen wir dann im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, Videospaß mit Morgi. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.